Hi. Eben habe ich gerade alles umsonst geredet, weil ich habe mich gar nicht aufgenommen. Cool, ne? Jetzt fange ich nochmal an. Und ja, wie du siehst, es ist schon wieder sportlich. Aber ich springe jetzt nicht die ganze Zeit rum, weil mein Trampolin, das ist schon ein bisschen älter und die Federn quietschen ein bisschen. Und das ist dann doch ein bisschen unangenehm, wenn es die ganze Zeit quietscht. Außerdem, es hat ja nicht jeder ein Trampolin zu Hause. Also es geht jetzt nicht darum, Trampolin zu kaufen. Ich möchte nur damit zeigen, wenn du Trampolin springst, kommt dein Körper in eine gleichmäßige Spannung. Beim Singen, beim Sprechen geht es immer darum, im Gleichgewicht zu sein. Also nicht überspannt und nicht unterspannt. Und Trampolin ist eine wunderbare Sache, um das zu üben oder um das ein Gefühl dafür zu bekommen. Und wer eins von euch zu Hause hat, stellt euch mal drauf, wippt einfach nur ein bisschen und sprecht oder summt oder bildet einfach ein paar Töne. Wer kein Trampolin hat, das sind wahrscheinlich die meisten, die möge sich jetzt einfach mal auf ein Bein stellen. Also ich hebe es mal ein bisschen hoch, dann siehst du, ich stehe auf einem Bein. Es geht darum, die Balance zu finden. Wenn du balancierst, du kannst nur balancieren, wenn du im Gleichgewicht bist. Wenn du überspannt bist, dann verkrampfst du dich, wackelst rum. Wenn du unterspannt bist, dann kannst du dich gar nicht aufrecht halten. Die Balance zwischen Spannung und Entspannung, die ist ganz wichtig bei der Tonproduzierung. Ich habe dir schon mal erzählt, es geht darum, beim Sprechen und Singen so wenig Luft wie möglich zu verbrauchen. Und da ist also das Gleichgewicht Körperspannung und Entspannung ja immens wichtig. Und deswegen, ich wollte das nur mal als Tipp machen: Balanciere mal auf einem Bein. Kann sich auch dabei festhalten, also bevor du jetzt umkippst. Aber daran siehst du, wenn du nicht in der Balance sein kannst, merkst du, irgendwas ist noch nicht im Gleichgewicht. Ne? So, und da ich beim letzten Mal ein paar Clearings vergessen habe, habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben oder ein paar Fragen, die ich dir stellen möchte. Ich möchte jetzt an der Stelle auch noch mal ganz klar sagen, das ist jetzt kein Kurs Right Voice for You. Also ich bin auch noch kein Facilitator dafür. Da bin ich auf dem Weg dahin. Ne? Aber ich möchte einfach jetzt schon die Werkzeuge, die ich von meinem Wissen als Sängerin, Gesangslehrerin hier reinbringe und Fragen und manche Access-Werkzeuge einfach hier mit reinfließen lassen. Denn es ist einfach sehr effektiv. So, aber ich bin auch jetzt auf dem Weg zum Certified, dann darf ich das auch. Ne? Also im Moment, deswegen mache ich jetzt auch keine Werbung mehr für meine Gruppe. Falls ihr meine Sachen gut findet, erzählt es weiter. Die Leute können sich ja bei mir anmelden. Ne? Okay, das nur so am Rande. Und jetzt habe ich hier ein paar Fragen zum Thema Spannung, Entspannung und Balance. Moment. Ja, eigentlich zum letzten Mal noch, aber passt auch für heute. Wo hast du dir die Spannung und deine Kraft nehmen lassen? Das ist Körperspannung. Wo siehst du dich als Mensch immer noch anderen gegenüber unterlegen oder schwächer? Die Frau, dem Mann gegenüber. Alles das, ne, wollen wir das auch, ist das deins? Wenn es nicht deins ist, schick's zurück an die Absender. Ich werde jetzt nur ein paar Fragen vorlesen und jeder von euch, der Access macht, kann ja das Clearing Statement dazu sagen, kann dann einfach auch noch ein bisschen gezielter in die Dinge reingehen. Es sind ein paar Anregungen, die jetzt zu dem heutigen Thema passen. Ne? Wo gehst du in die Be Bewertung von dir, was dich aus der Balance bringt? Na, alle diese Bewertungen, möchtest du die zerstören und umkreieren? Wo möchtest du ein Ergebnis erzwingen? Wo übst du über die Stimme Druck aus? Gehört das dir? Ist das dein Muster? Möchtest du dann das auch an die Absender zurückschicken, angehängt mit Bewusstsein? Und wo fehlt die Spannung in deinem Leben? Wo bist du zu nachgiebig? Ist das überhaupt dein Muster? Also ich frage jetzt ganz oft, ob es überhaupt dir gehört, weil wir werden ja zu 95, zu 38, 98% übernehmen wir Muster von anderen, also von den Eltern, von anderen Freunden, von Verwandten. Und du kannst nichts heilen, was dir nicht gehört. Deswegen ist das immer eine ganz wichtige Frage, immer wieder zu fragen, ist es überhaupt meins? Ne? Bist du vielleicht gar nicht, ne? Dann habe ich hier noch, ja, wo stehen deine Eltern, Lehrer, Verwandten, Geschwister noch immer über dir, dass du dich und deine Stimme klein machst? Und wo möchtest du noch immer gefallen und dich anpassen?
Dann, was machst du so bedeutsam an Form, Struktur, Signifikanz, was dich feststecken lässt an alten Mustern? Wollen wir das auch mal zerstören und umkreieren? Und jetzt alles mal Right, Wrong und Weltbodenbock, Online Shorts, Boys and Beyonds. Und wo stehst du mit dir selbst und anderen noch im Wettbewerb, was dich immer schlechter abschneiden lässt? Das wollen wir auch mal zerstören und umkreieren. Na? Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig, immer das Clearing Statement anzuwenden, weil, wie gesagt, ich möchte das, also das offiziell mehr mit Access-Werkzeugen darf ich dann machen, wenn ich auch certified bin, und ich möchte das jetzt auch nicht überstrapazieren. Aber diese ganzen Muster, ne, das ist alles, es bezieht sich heute auf das Körperbalance, Gleichgewicht. Und da fallen dir bestimmt noch mehr Sachen ein, die ich jetzt heute nicht alle dir so erzählen möchte. Es sind ein paar Anregungen. Ich möchte die Videos auch ein bisschen allgemein halten, damit sich möglichst jeder in dieser Gruppe angesprochen fühlt. Und wenn du gezielt Fragen hast, melde dich bei mir, dann kann man auch gezielt was machen. Aber ich werde auch jetzt bei den nächsten Videos, ich habe einige Fragen oder Wünsche bekommen von den Leuten, die sich angemeldet haben. Und ich werde jetzt immer wieder bei einem Video auch jetzt auf gezielte Sachen eingehen. Das war jetzt nochmal ein Video allgemein. Es geht auch nochmal um Tonproduzierung. Ne, das mache ich beim nächsten Mal. Heute war mir wichtig, ne, Spannung, Entspannung, Gleichgewicht zu finden. So, das war es erstmal für heute und ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir noch einen schönen Tag und bis ganz bald. Ciao. Geht nicht. Fernbedienung.